Hallo Michael. Wie ist dein Vorname und welcher Fraktion gehörst du Ich heiße Michael Ruhl und gehöre zur CDU-Fraktion. Wann bist du geboren? Am 29. September 1984. Bist du eher ein Stadt- oder ein Dorfkind? Ich vertrete den ländlichsten Wahlkreis Hessens und bin deswegen absolutes Dorfkind. Vegetarisch, vegan oder doch gar kein Zornbein? Also ich esse gern Steak oder Schnitzel und esse vor allen Dingen auch gerne Hausmacherwurst, also auch Katzenbein. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt. Weiterhin für meinen bisherigen Arbeitgeber arbeiten, das war die Deutsche Bundesbank in Frankfurt. Du bist Abgeordneter geworden. War das ein Kindheitstraum oder der totale Zufall? Irgendwie beides. Ich bin relativ früh in die Junge Union eingetreten, habe mich immer politisch, auch kommunalpolitisch engagiert, in der Stadtverordnetenversammlung, im Kreistag. Aber es ist natürlich dann doch eher Zufall, wenn man so eine Position auch frei wird, dass man das auch hauptberuflich machen kann. Was sind deine Hobbys und kannst du sie mit deinem jetzigen Beruf noch wahrnehmen? Also ich habe mich immer sehr gerne für die Feuerwehr engagiert, war aktiver Schütze und auch vor allen Dingen, haben wir nächste Woche Rosenmontag, aktiver Fastnachter. Allerdings habe ich jetzt meine Vorstandsämter im Schützenverein und im Fastnachtsverein zunächst erstmal ruhen lassen, weil es doch relativ schwierig ist, das momentan mit der Tätigkeit zu vereinbaren. Wie fühlt man sich als Neuling und jüngster Abgeordneter in der CDU-Fraktion? Eigentlich fühle ich mich da sehr wohl. Ich bin da sehr gut aufgenommen worden. Ich kannte auch noch ein paar aus meiner Tätigkeit in der Jungen Union, weil ich da mal im Landesvorstand war, auch von den Mitarbeitern der Fraktion und fühle mich eigentlich in der CDU-Fraktion sehr wohl. Wo liegen deine politischen Schwerpunkte? Also ausschusstechnisch bin ich jetzt im Haushaltsausschuss, im Umweltausschuss und im Ausschuss für Petitionen. Und wir haben ja nachher nochmal ein Thema, wo man nochmal konkrete Themen anspricht. Kostenloser ÖPNV. Ist er deiner Meinung nach sinnvoll und realisierbar? Also ich bin relativ stolz darauf, dass ich damals als Kreisvorsitzender der Jungen Union Vogelsberg das Schülerticket mit ins Gespräch gebracht habe, was jetzt auch umgesetzt worden ist. Einen komplett kostenlosen ÖPNV halte ich aber für nicht sinnvoll. Sinnvoller wäre da eher, dass wir dahin kommen, dass der ÖPNV insgesamt nutzbarer wird, gerade in ländlichen Raum. Oft wird beklagt, dass Schulgebäude auf keinem modernen Stand sind. Was kann oder auch muss hier passieren? Also grundsätzlich müssen natürlich die Schulgebäude auf einen modernen Stand gebracht werden. Hier sind aber vor allen Dingen die Schulträger in der Pflicht, sprich die Landkreise oder bei kreisfreien Städten eben die kreisfreien Städte. In meinem Heimatwahlkreis Vogelsberg haben wir da einen besonderen politischen Schwerpunkt draufgelegt und haben die Schulgebäude sehr in Schuss gehalten. Ich erlebe schon, dass es in anderen Städten anders ist. Da muss man eben dort die Kommunalpolitik fragen, wo die ihre Schwerpunkte gesetzt hat. Wahlalter 16, ja oder eher nein? Ich finde es gut, dass das Wahlalter an die Volljährigkeit geknüpft ist, also nein. In letzter Zeit ist die Debatte über den Klimawandel wieder sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, durch beispielsweise Sachen wie Fridays for Future. Wird deiner Meinung nach die Bekämpfung des Klimawandels in Hessen ernst genug genommen? Ich glaube schon, dass wir in Hessen einiges dafür tun, beispielsweise mit der Energiewende, aber auch mit der Wärmewende und Verkehrswende. Machen wir momentan sehr viel und leisten da unseren Beitrag, aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch schauen, wie stellen wir uns denn auch auf ein verändertes Klima in Hessen ein? Und da kommen wir gleich mal dazu. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Da habe ich eigentlich zwei Ziele. Zum einen möchte ich ganz gerne, dass wir überall, wenn wir hinkommen wollen zu einer Gigabit-Gesellschaft, dass wir überall das überhaupt nutzbar haben. Das heißt, dass wir Breitband ausbauen, dass wir Mobilfunk ausbauen und das flächendeckend. Und ein zweites Ziel ist mir ein Herzensanliegen, da komme ich wieder zum Thema Klimawandel. Das ist die Wasserversorgung der Rhein-Main-Region. Die kann sich allein nicht versorgen, sondern ist auf Fernwasser, unter anderem aus dem Hessischen Gebiet oder dem Vogelsberg angewiesen. Und dadurch, dass wir durch den Klimawandel mittlerweile mehr Starkregenereignisse haben oder wie in den letzten Jahren möglicherweise auch eine Dürre, wird sich weniger Grundwasser bilden. Und es muss natürlich klar sein, dass insgesamt nicht mehr Wasser geliefert werden kann, als sich nachhaltig neues Grundwasser bildet. Warum sollten Leute und vor allem Jugendliche in die CDU eintreten? Also ich persönlich habe mich immer in der Jungen Union sehr wohl gefühlt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Engagement dort. Die Leute, die ich da getroffen habe, da sind viele Freundschaften entstanden. Aber ansonsten rein politisch fällt mir vor allen Dingen auf, dass die CDU sehr pragmatisch mit den Sachen umgeht, ohne Ideologie, ohne Schaum vom Mund. Man hat ein Problem und versucht, das Problem in irgendeiner Weise zu lösen. Und das ist eben das, was man in der CDU findet. Mit welcher Person würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Eigentlich fühle ich mich in meiner eigenen Rolle sehr wohl und muss eigentlich. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus? Ist momentan sehr schwierig zu beschreiben, weil ich sehr viel im Wahlkreis unterwegs bin, da auch Termine mache, mich mit den Bürgermeistern treffe. Und ansonsten, wenn ich mal einen Bürotag mache, das ist so ein, zwei Mal die Woche, dann bespreche ich meine Termine mit meinen Mitarbeitern, schaue mir die Presselandschaft an und versuche mich eben da auch in meine Themen einzuarbeiten. Vielen Dank, Michael. Danke.
Danke auch.